Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Hey, da muss ich auch immer wieder das Steam-Overlay einschaltet. Schauen wir mal nach, warum die da hinten Silvester feiern. Hallo? Kann man helfen? Ich könnte ja etwas Hilfe gebrauchen! Ja, ich bin da. Wer braucht Hilfe, ne? Doch nicht, hä? Hm? Nein, nicht. Hey, hier waren gerade blaue Blätter. Ah. Jetzt bin ich nicht. Dann 5. Der Plus 3 hat dann sogar mit. Tiefseetaucher, ja, das brauchen wir nicht. Ich hoffe. Das ist ein bisschen ein langer Fußmarsch sonst. Den Rest müssen wir zu Fuß gehen. Brennt das Ding? Jetzt schon. Alter! Mietzekatze. Ganz da. Ein Gebirgskamm, ne? Da ist der Eremit. Hey, hier drüben! Du brauchst nicht flüstern, es ist ja so weit und breit keiner. Jason Brody? Gott sei Dank! Danke! Meine Tochter wurde entführt! Wo ist sie jetzt? Weit, weit weg! Ich weiß nicht! Wer hat sie geholt? Außerirdische! Außerirdische haben mein Baby! Jetzt beruhig dich, Mann. Es gibt bestimmt eine Erklärung für das alles. Ja, die gibt's. Ich habe deren Pakete verschlampt. Jetzt haben sie meine Kleine. Sie ist in deren Raumschiff. Aha.
Sie gaben mir diesen Scanner, um die Pakete zu finden, weil sie in unserer Atmosphäre nicht überleben, weißt du? Aber ich habe Angst vor den Kisten. Ich verrate dir was. Die waren schuld am Unfall. Ich spür das. Irgendwie bezweifle ich das. Die Außerirdischen wollen nicht, dass sich jemand die Pakete schnappt. Wenn du sie findest und ihren Barcode fotografierst, dann holen die sich ihre Kisten mit dem Raumschiff und geben mir meine Tochter wieder. Ich bezahle dich auch. Gut, ist ja dein Geld. Alles klar. In der Welt von Far Cry ist alles möglich. Vielleicht habt ihr recht. Wir haben auch schon einen Geist gesehen, also vermutlich Geist. Außerirdisch schaut der Scanner nicht aus. Tutorial. Die LED zeigt die Richtung an. Sie leuchtet während der Suche. Sie leuchtet dauerhaft, wenn du in Richtung des Pakets blickst. Piepton. Der Piepton zeigt Entfernung an. Je schneller, desto näher. Nicht sehr außergewöhnlich aus, muss ich sagen. Okay, da hat er seine Pakete verloren. DHL auf Abwägen. Oder ja, Hermes vielleicht. Ja, komm, schau mal, wer größer ist. Offensichtlich ich. Jetzt zücken wir da den Scanner wieder. Schaut nicht mehr nicht außerirdisch aus. Irgendjemand hat über eine Vorliege geschlagen. Sind. Ah.
einer. Ach, oh, jetzt schon mal Fähigkeitsbuch bekommen. Da unten, ne? Wow, normalerweise hätte man sich da alles brochen. Mit Geschütz sogar.
Spoiler. Dort müssten wir ja hin. Das sind ganz vorne. Okay, so ist man von Hain relativ sicher. Das ist ganz nicht gefährlich. Komm, probier's mal. Nein. Keine Lust auf Rennen im Dschungel. Die alten Knochen. Geht's dir gut? Klar geht's mir gut. Du musst nicht herkommen und nach mir sehen. Du hast mich doch gerufen. Ich? Warum sollte ich sowas tun?
Ich kann mich an nichts erinnern. Habe ich heute schon meine Medizin genommen? Ah, Medizin. Deswegen habe ich dich gerufen. Was ist mit der Medizin? Medizin? Wolltest du keine Zutaten? Zutaten für was? Für deine Medizin. Woher wusstest du, dass ich Medizin brauche, hä? Bist du Hellseher? Kannst du mir sagen, wann ich den Löffel abgebe? Egal, ich will's nicht wissen. Was ich wirklich brauche, ist mehr Medizin. Nimm diese Liste von Pflanzen, finde sie und ich verrate dir das Spezialrezept. Wenn du dich an das Gespräch erinnerst. Was? Nichts. Also das Spezialrezept, wenn wir die Zutaten dafür haben, dann schon. 3 goldene Bienenkörbe. Das ist ein goldener Bienenkorb. Das kann ja noch lustig werden mit dem Eifi. Ich hab deine Pflanzen. Was? Ich brauche keine Pflanzen für einen Eintopf. Ich brauche sie für Medizin. Sind die nicht für deine Medizin? Wie könnten sie? Ich hab dir doch keine Liste gegeben. Hier. Danke. Hi! Oh Mann. Na gut, wir werden aber erst im nächsten Part weiter Kräutergärtner spielen. Das ist mal was, das erste Mal. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!